Gemacht, Robin. Strom ist wieder hergestellt. An Bord der Esmeralda hättest du locker als Konstrukteur arbeiten können. Danke dir, Hicks. So, ist dein Auftrag. Schalten wir den Strom wieder zu schnell. Dann brauchen wir 10. Hier oben aber. Okay, ich bin leicht konzentriert gerade. Da halbiert sich das. Okay. So, das haben wir. Das ist also ready. Ready for take-off. Dann brauchen wir noch 20 irgendwie. Wo können wir bei 30 hin? Easy. Nice. Ich bin gerade echt am Strugglen, muss ich schon sagen. Muss ich irgendwie 6,3 drauf kriegen? Wie ist die gute Frage? Ja, das sind so Bahnen, die runtergehen, das ist das Problem. Das ist überall ein Problem. Das ist gar nicht mal so easy! Selten Material, sollte ich nochmal weg. So. Brauchen da unten 10. Dann aktivieren wir nochmal die ersten 3, logisch, dass das gehört. Dann kriegen wir das natürlich nicht hin, weil wir dann 6,6 zusammenkriegen. Und dann ist es logisch, dass wir das auch unterreifen. Wir haben Struggeln, Vielleicht muss man das auch einzeln machen, vielleicht kann man nicht alle zusammen machen. Hier 13,3. Die einzeln, das geht natürlich auch. Oder muss man das alles schaffen gleichzeitig? Ist das nur ein Rätsel, wenn man alles schafft? Das muss natürlich auch sein. Jetzt haben wir hier 20, das passt so. Das wäre bereit, haben wir da? Nee, das geht so. Ich glaube, man kann das nicht alles zusammen machen. Ich würde sagen, wir machen das erstmal so, dass wir nur das erste hier haben. Und dann nehmen sie halt einzeln ab. Ich glaube nicht, dass wir die alle zusammen schaffen können. So.
Oder wird doch. Hier den Grobot, wo wir essen können. Hi Grobot. Alter, wie geil. Was ist das denn? Alter. Hi Grobot, wie geht's dir so? Alles gut? Hi, kann ich dir... Glaubst du, er ist einsam? Er hat keine Grobot-Freunde. Er hat versucht, mit anderer landwirtschaftlicher Ausrüstung ein lokales Netzwerk zu bilden. Danke dir. Aufgrund unserer Isolation ist das jedoch gescheitert. Also ja, vielleicht ist er einsam. Maika? Hi. Gönn dir. Guck mal, Kartoffeln. Kann ich auch essen, warte mal. Nee, kann ich nicht. Du wirfst einfach 3 Meter weiter weg. Auch schön. Ist ja auch schön, ja. So, Grobot. Kann ich mit dem Grobot noch irgendwas machen, oder wie ist das? Karte. Berge, die Higgs einhalten. Farm. Alles klar, das machen wir noch, auf jeden Fall. Aber zuerst müssen wir wieder hoch, denn wir müssen das Turn. Oder nee, das kann ich mit Tixer hier unten machen. Ich muss noch nicht hoch dafür. So, dann machen wir jetzt das zweite Feld, das ist das hier unten. So. Gut, du musst die Stromkreise reparieren, wie bei der Kapsel. Ja, ist okay. Jetzt haben wir hier unten normalerweise irgendwo wieder Strom, aber wo geht das Kabel hin? Da oben. Da oben im Baumhaus. Da müssen wir rauf jetzt, okay. So, mal gucken, was da ist. Was war da eigentlich elektronisches? Ich weiß es gar nicht mehr. Na? Komm schon. Warum werden die Sprossen eigentlich so weit auseinander gemacht? Das ist ein kleiner Junge, obwohl es ist wahrscheinlich nicht für kleine Jungen konzipiert. Mich würde auch interessieren, wer das alles hier gebaut hat. Das wird doch alles nicht der kleine Junge gebaut haben, diese ganzen Stützpunkte oder etwas doch. Alles der kleine Junge gebaut hat, ist das schon krass. Kann ich das hier benutzen, oder? Okay, wir haben hier oben mit Strom. Was bringt uns das? Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Ah ja, ist okay. Oder? Ich habe die Stecker schon zum dritten Mal. Geil. Gut gemacht. Birds. Birds stay out. Okay, birds stay out. Alles klar. Wird bearbeitet. Ja, ist okay, ist okay. Hier oben haben wir schon technisch nichts, ne? Das was, das ich gerade hier mache? Ist gern erfolgreich. Nee, ich kann mit dem Terminal hier nichts machen. Warte, der Strom geht doch hierher. Oder geht aber anders hin. X, kommst du nochmal her bitte? X, wo bist du? Ja. Oh, ist gleich über mir. Ja. Nee, der Strom geht hier zum Baumhaus. Nee, der Strom geht unterm Baumhaus. Okay, dann müssen wir nochmal runter. Komm, fahr doch ein bisschen schneller. Mit aktiviertem Witz können wir die Trümmer bewegen. Naja, du kannst. Ja. Machen wir noch. Ist denn hier unter dem Baum noch was? Weil da geht das Signal hin von der Leitung. Aber hier scheint nichts zu sein. Und den Grobot haben wir schon. Hex, warum bin ich auf den Grobot hinweisen? Den haben wir schon. Keine Sorge. Nee, an dem Baum ist nichts. Ja, das können wir gleich dann bewegen. Einmal gehe ich aber noch um den Baum hier rum, um wirklich zu checken, dass hier nichts ist. Nee, da oben konnte man nichts machen. Warum muss man das überhaupt für Strom, mit Strom versorgen haben? Hex, erklär mir das. Hex, komm her. Müssen wir jetzt hier nämlich
So, passt doch. So, jetzt können wir nicht die Trümmer hier bewegen. Die Trümmer nicht. Hi Leica! So, und damit schaffen wir uns nämlich einen neuen Weg, denn jetzt können wir das hier. Es geht doch nichts über ein wenig auf. Was? Das können wir auch bewegen, was? Denn dann können wir hier uns neue Ebenen schaffen. Was du gesagt hast, stimmt. In dem Pterosaurier-Nest befindet sich eine Higgs-Einheit, sogar eine Crew-Einheit. Das geht wirklich zu weit. Robin, es ist nicht ganz ungefährlich, aber ich weiß, dass du sie zurückbringen kannst. Ja, machen wir noch. Keine Sorge. Habe ich denn noch irgendwas hier zum Wegräumen? Komme ich so weit bis darüber durch zu dem großen Teil? Nee, so weit komme ich nicht, ne? Okay, ist okay. Ein bisschen weg. Vielleicht ist da ja noch was, aber anscheinend nicht. Okay, dann können wir hier hoch wahrscheinlich. Ab, da sollten wir hochkommen. Ist zwar ziemlich hoch, aber jetzt kommen wir hoch. Nice, okay. Lange nehme ich eigentlich schon auf. Warte mal, ich gucke mal schnell. Auch erst 44 Minuten. Die Zeit in VR, die... Man verliert einfach das komplette Zeitgefühl, das ist so geil. Ich weiß, ich bin ein kleiner VR-Junkie geworden, aber es ist einfach so. Leute, wenn ihr zufällig mal 500 Euro auf der Seite habt, gönnt euch eine VR. Ist eine gute Anlage. Ihr investiert in die Zukunft, sag ich mir. Guck mal, wer hat einfach mal 500 Euro beiseite? Vielleicht zum Geburtstag oder so, keine Ahnung. Kann ich hier vielleicht... Hallo? So, mal neu ausgerichtet, den Typi hier. So. Uiuiui. So Höhenangst darf man hier keiner haben. Das ist echt... Oh shit! Beton! Was? Das hast du überlebt? Was? Ja gut, okay. Also ich hab da nichts gegen. Aber den kleinen 2-Meter-Stutzen vorhin, den überlebst du nicht. Nochmal ausrichten, den Typ hier. Immer wieder mal mit Optionstaste halten, kalibrieren und dann geht das Klettern auch wieder viel leichter, weil er dann wieder den kompletten Charakter neu ausrichtet, je nachdem wie er sitzt, weil die verrutscht ja auch die ganze Zeit ein bisschen. Das ist einfach so beim Computer-Play. Bloß nicht zu gestürzt. Alter! Das ist echt krass! Muss ich schon sagen. Oh nein, Hicks, geh weg mit deiner Hand. So. Du musst dich hier wirklich ein bisschen konzentrieren. Hallo. Geht's euch? Alles gut? Das ist Eigentum des DESEF. Bring sie zurück. Kann ich mich auch irgendwo hier hochziehen oder wie ist das? Ich würde mich gerne hier irgendwo hochziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann mich hier nicht hochziehen. Ich kann den Scanner auch nicht verwenden, wenn ich hier drüben bin. Also ich müsste mich irgendwo hinstellen, wenn ich scannen wollte. Ja, ich will auch die Higgs-Einheit scannen, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Oder muss man da noch weiter rüber? Und die Steine gehen da drüben noch weiter. Das muss ja irgendwie Sinn haben. Und da sieht's aus, als könnte ich mich hochziehen. Irgendwo vielleicht. Hi. Ja, da drüben kann ich mich hochziehen. Kannst du dich verletzen? Ja, da hab ich grad fast losgelassen. Hi, geh zu mir weg da oben, danke. Hochziehen. Nice! Eine Etage weiter. Warte, ich will dich scannen. Ich will doch nur. Lauf doch. So.
Infotarium anzusehen. Pterosaurus! Infotarium, das sehen wir uns auf jeden Fall an. Es gibt auf jeden Fall auch eine Animation, denke ich mir. So. Schnecke, nee. Was? Oh. Hä? Achso, hier. Keine Animation. Mann. Pterosaurier, Gattung Pterosaurier. Größe 12 Meter. Nahrung, allesfresser. Lebensraum, Waldland, Grasland, Küstengebiete. Diese majestätischen Kreaturen reagieren den Himmel über Tyson 3. Die Filamente, die ihre Körper bedecken, nennt man Pycnofaser, die dem Haar der Säugetiere ähneln. Okay. Hier sieht man so wie das 3D sogar. Nenn ich die Raupe. Und Pterosaurier. Wie der Schnabel wirklich auf einen zukommt. Das ist schon krass. Das ist mega. So. Wieder raus hier. Und dann gönnen wir uns hier die Higgs-Einheit. Wenn ich hier drüber kommen würde. Gescannt und hinzu. Und wie komme ich jetzt hier weiter drüber und so? Ah, jetzt sind wir hier drüben, was wir gesehen haben. Bearbeitung läuft. Wix, kannst du mir wieder helfen hier? Kommen wir irgendwo nicht weiter, muss man sagen. Jetzt können wir uns da drüben vielleicht noch hochziehen. Oder? Möglicherweise? Aber das Problem ist, ich kann mich hier nicht festhalten. Dann bin ich zu dumm. Ich kann mich hier nicht festhalten. Und forschen, wenn wir beide Hände greifen, um sie fallen zu lassen. Ach so! Ich werde doch mal die Texte durchlesen, die wir bekommen. Dann tue ich auch eine Option, ne, Rail? Sollte man vielleicht ab und zu mal machen. Hallo? Ja, ist okay. Kann ich hier? Das macht man schon ein bisschen tricky, oder? Ich kalibriere nochmal. Warte mal, kalibriert, das geht wieder ein bisschen einfacher. Nee, geht nicht einfacher. So, jetzt geht's wieder, sehr schön. Ah, jetzt noch einen kleinen Zwischenstopp. Ah, Higgs! Kannst du mir helfen hier? Kann ich mich hier denn jetzt hochziehen? Nee, ne? Ich kann mich hier denn nicht hochziehen? Was soll das? Mein Kopf steckt in einem Objekt. Nee, das ist nicht schön, geh weg. Meine Hand steckt gerade in einem Objekt. Ah, nein. So. Diese Kletterpartie ist gerade leicht. Ich muss mich die ganze Zeit neu ausrechnen, ob das hier funktioniert. Nee, aber egal, ob ich das hier weggeräumt habe oder nicht, ich komme hier nicht hoch. Higgs, kannst du da vielleicht was machen? Ich kann ja Higgs auch nicht mal aufheben. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal rüber und gucken mal, ob wir da noch was wegräumen können vielleicht. Ja, richtig bitte nochmal aus. Danke. Das ist so grottig. Na? Komm ich da sicher dran? Aber wenn er nicht wirklich so ein expliziter oranger Bereich ist, wo man sich hochziehen kann, wie da oben, geht das einfach nicht bei dem Spiel. Man kann sich nicht als irgendein Vorsprung hochziehen, das geht nicht. Da halte ich doch fest. So. Gucken wir nochmal. Das Problem ist, dass wir hier nicht durchkommen.
weg, verschwinde. Ich will er nicht, okay. Ach, können wir uns denn jetzt hochziehen? Möglicherweise. Können wir uns denn jetzt möglicherweise hochziehen? Testen wir es halt nochmal! Oh Mann! Warte. Ich will leben, bitte. Ja, okay. So. Patz, patz, patz. Finde ich aber gut gemacht, dass es so rätselhaft aufgebaut ist. Finde ich ganz schön gemacht. Sache ist halt die, ich kann mich nur noch nicht hochziehen hier. Was ist denn los? Ich kann mich nur noch nicht hochziehen. Es geht nicht. Warum kannst du dich hier nicht hochziehen? Das ist doch eine mega heftig gute Stange zum Hochziehen. Verdammte Scheiße, warum geht das nicht? Nee, das ist jetzt assi. Mann. Kann ich hier vielleicht hochziehen? Oder? Oder ich hab fast wieder losgelesen. Ach man, das ist assi. Ich mal fest hier. Dann gehen wir doch mal rüber, gucken wir uns das halt nochmal an. Haben wir noch gar nicht gemacht heute. Mann! Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen kann. Kette zu mit umlegen. So, wenn sie wirklich so heiß ist, kann ich mir sogar merken. Geil doch. Ich kann mich nicht hochziehen irgendwo. Ne? Oh shit! Oh shit! Oh nein! Alles klar! Mann, da hab ich einen Halt verloren! Mann! Ist doch gar nicht so einfach, aber was hat denn bitte da noch gefehlt? Warum konnte er sich da an der Stange nicht hochziehen? Jetzt sind wir nicht ernsthaft hier unten, oder? Och, Hicks, Mann! Was soll das jetzt alles nicht gespeichert, was wir da oben gemacht haben? Hicks, wenn das so ist, ne, dann... Nee, kannst du allein hier weitermachen. So, jetzt hier Speed-Tour nach oben. Das ist assi, dass das so wenig gespeichert wird. Wenn man hier auch an einem Rätsel jetzt eine halbe Stunde sitzt, dann will man nicht, dass sich einen Tod wieder kalibrieren. Dass natürlich einen Tod weg ist, das ist ungut. Das ist auch ein bisschen assi, dass man so oft kalibrieren muss. Kann ich da irgendwo ran oder wie ist das? Na komm, halt die fest. Komm auch da. So. Kommst du da ran oder muss ich zwischengreifen? Versuche auch so viel wie möglich abzukürzen. Fällt euch das auf? Nee, ne? Ich weiß, man hört mich gerade wahrscheinlich ziemlich schlecht, weil ich die ganze Zeit da oben gucken muss. Ich kann gerade nicht ins Mikrofon sprechen, das ist uncool. Ich glaube, das ist alles zu nicht gemacht, glaube ich. Ich glaube, der ganze Schub ist wieder da. Geil! Okay, dann gehen wir wieder rüber, würde ich sagen. Das haben wir auch irgendwas übersehen, das kann natürlich sein. Das kann natürlich immer wieder sein. Geh weg da oben. So, hochziehen hier. Waren wir noch gar nicht hier heute, ne? Das ist Eigentum des DESEF. Bring sie zurück. Ja, wo ist der Tulle mit der Drohne im Mund? Da hatte doch einer die Drohne im Mund. Wo ist der hingeflogen? Das kann ich mit der Stange machen. Will ich hier runterrutschen? Wie geil. Nein, ich will nicht runterfallen. Ne, der andere hatte doch die Drohne im Mund. Wo ist der hingeflogen? Okay,
ich würde sagen, wir können einfach mal runterrutschen, oder? Ne, der die Drohne im Mund hat, ist weggeflogen. Okay, dann rutschen wir runter, würde ich sagen. Und runter. War doch easy. Er rührt sich nicht. Wir müssen ihn erschrecken. Das füge ich sofort hin. Ach, da haben wir ja vorher auch noch nicht diskutiert. Wie soll ich den denn erschrecken? Leiter? Schnell! Los, brüll! Ja! Easy! Noch einmal! Noch einmal! Oh, das hat mir gefallen! Doch, Hix! Seit wann? So, scannen wir das Teil hier, würde ich sagen. Esmeralda-Kuh, Fortschritt freigeschaltet. Nice! Sehr geil. Commander, Hix Crew-Einheit 60322 auf Patrouille. Aus der Columbus-Sektion wurden eklatante Gesetzesverstöße gemeldet. Begebe mich in Columbus-Speisesaal 3. Ich bestätige, dass hier ein Mitglied der Magellan-Crew ist. Es ist wieder Jimmy Lawrence, Commander. Er hat 3 Speisetabletts genommen. Sie da, gehen Sie zurück zur Magellan. Dieses Essen steht Ihnen nicht zu. Die Vorräte reichen nur für die volle Verpflegung der Mitglieder der Columbus-Crew. Er hat seinen Kaffee über das Essen gekippt. Er grinst mich nur an. Jetzt isst er das Essen mit seiner Tasse. Wie krass. Das ist geil. Ich liebe das. Ich habe Crewmitglied Lawrence zur Rede gestellt. Er war starrsinnig. Ich verfolge ihn gerade durch Columbus. Ich gebe zum Protokoll, dass er aufsässig ist. Er hat zur Hölle mit der Mission gerufen. Er hat Unzufriedenheit geäußert, dass er Tyson 3 nie erreichen werde und keine Kinder bekommen darf. Also warum solle er zugunsten von anderen leiden müssen? Er sagt, er plane jetzt zu leben und ich zitiere, zur Hölle mit Tyson 3. Commander, Lawrence ruft jetzt jedes Röhrenapartment, um dessen Hicks-Einheit zur Antwort zu nötigen. Dies unterbricht offensichtlich ihre lebenserhaltende Arbeit. Commander, ich bin Lawrence zurück zur Magellan gefolgt. Ich muss sagen, hier gefällt es mir nicht. Die Leute sehen mich wie Beute an. Als wollten sie mich auseinanderreißen, um etwas Wertvolles zum Tausch gegen Nahrung zu finden. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie mich aufessen. Sie sehen hungrig aus. Ich wünschte, wir könnten ihn verhaften, aber sie haben recht. Wir dürfen keinen Aufstand riskieren. Wir wollen diesen Lawrence nicht zu einem Märtyrer machen. Alles klar, okay. Das ist schon krass. Na, jetzt haben wir das auch geschafft. Wie sieht es questtechnisch aus, Karte? Versorge Farm wieder. Okay, auf der Farm sind wir fertig. Cool. Dann würde ich sagen, wir gehen hier nochmal zurück und reparieren die Vogelscheuche, weil jetzt wissen wir ja wenigstens, wie das funktioniert. Boah, Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme-Session. Das ist fucking anstrengend, das Biozeug. Es hätte uns fast vernichtet. Wir konnten nicht mehr so leben wie zuvor. Jemand musste verzichten. Die, deren Kinder es nicht zu Tyson 3 schaffen würden, litten furchtbar. Zum Glück stoppten sie den Wahnsinn, doch anschließend waren die Leute zu misstrauisch. Es war uns nicht bewusst, aber die Kolonisierungsmission war in Gefahr. Du gehörtest natürlich zur Columbus Crew, ausgewählt wegen deiner Gene. Du bist zum Überleben geboren, Robin. Ach, wir sind zum Überleben geboren. Und ich bin jetzt auch dazu geboren, diese Aufnahmesession zu beenden. Ja. Auf jeden Fall alle Kritik und so weiter in die Comments, Tipps zum Spielen und so weiter, ihr wisst, wie es läuft. Ich werde es natürlich auch bei jeder Folge durchlesen. Jetzt brauche ich erstmal einen kurzen Aufnahmestopp. Ich habe genug aufgenommen für heute. Es sind in etwa 6 Folgen jetzt schon geworden. Leute, ich lege mich jetzt ins Ohr. Und wir bleiben mit einem tüchtigen Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.